Hi, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Euer Medienkanzler aus 1995. Könnt ihr euch daran erinnern? Wir haben im Jahr 2000 über den Euro hergezogen. Naja, 10 Jahre her. Ladies and Gentlemen, ich bin wieder da. Der 6.4. Hurra. Der 6.4.2015. Und dass ihr seht, dass das stimmt. Heute ist der 6.4.2015 und wir haben immer noch Ostern. Ihr habt ja schon gesehen, dass euer Medienkanzler ein bisschen Aufregung gesorgt hat, indem er, genau, Versus gemacht hat. Tutorial schrie da einer, sag ich, okay, mein Freund, ich mach mit. 1995 hat er so viel Spaß gemacht bis 2005. Ich erwähne auch gleich, wo das Ganze stattgefunden hat. Viele können sich noch daran erinnern und alle, die ich vielleicht noch finden werde über Google, die damals bei den Anfängen 1995 dabei waren. Ja, wie ihr seht, bin etwas älter geworden, 10 Jahre, ist klar, aber ich passe wieder rein. Ich passe da wieder rein. Ich habe mir erlaubt, mal schnell anders auszusehen, schon gab es Ärger. Gut, meine lieben Freunde, weil als Führung, ja, so kann es kommen, als Führung von Firmen kann man ja wohl schlecht den Bademäntel durch die Gegend rennen. Aber egal, ihr habt es gesehen. Ich habe angekündigt und ich ziehe es jetzt ab, heute den 6.4.2015 voll durch. Wir haben immer noch Ostern, ist immer noch der Lindhase, von irgendwo muss ich ja leben. Also der Lindhase ist immer noch da, hurra. Also, ich mache im April den Spaß mit, denn als Spaß war es gedacht. Joko Winterscheid versus Medienkanzler Halligalli. Ja. Joko Winterscheid will mit nichts ganz viel erreichen. Kann er, hat er recht. 1995 haben wir mit gar nichts ganz viel erreicht. Viele Schiffbruch, die gibt es gar nicht mehr. Und viele Firmen, die großkotzig dahergekommen waren. Ja, die sind auch alle weg, die gibt es auch nicht mehr. Meiner einer, euer Medienkanzler, den gibt es immer noch. Der hat auch seine Firmen, ist Geschäftsführung von Firmen. Und da sind wir auch schon beim Kern der Sache. An alle Künstler aller Sparten. In den ganzen 10 Jahren, wo ich das Ganze beobachte und nur wieder da bin, sage ich euch, okay, reicht mir eure Ideen ein? Sind diese Ideen finanzierbar? Reden wir drüber. Viele Gäste hatte ich schon da. Das war Test. Man muss ja erstmal testen, ob es sich das überhaupt noch lohnt, das Web-TV. Damals hat Bertelsmann, meiner einer, euer Medienkanzler, hat zur Kirchgruppe gehört. Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten. Kirchgruppe, danach war alles platt. Die großkotzigen Sevenload, Clipfish, MySpaß und MyVideo und Bluetooth und blablabla, wie die alle geheißen haben, Kivego auch. Die gibt es alle nicht mehr. Und du, die Community von der Firma web.de, gibt es auch nicht mehr. Es gibt gar nichts mehr. Ich weiß auch gar nicht, außer Alex. Alex tobt noch bei YouTube rum. Der Rest ist Bundesmoderator Martin Binias, der Klatschmacher, der Applausmacher, bla bla bla, die Steuertusse, die gibt es alle gar nicht mehr. Die gibt es alles nicht mehr. Euer Medienkanzler ist seit 1995 dabei und er ist wieder da. Er ist wieder da. Großkotzig, ist ja klar, weil er Halligalli gesehen, TV Total, ich kann mich noch dran erinnern, 1995, Stefan Raab, alter Metzgermeister bei Viva auf der Ukulele. Auch da habe ich schon Spaß mit ihm gemacht. Aber egal, vergessen wir das alle mal. 1995 bis 2015, vergessen wir mal die weit über 6,8 Millionen Zuschauer bei Uprom TV, denn du bist TV. Ja, genau. Also, ich möchte jetzt hier und heute am 6.4. und ich wiederhole mich so oft, wie ich will. Denn ich freue mich, dass heute Abend Tele 5, so wie 1995, jetzt im Jahre 2015, Tele 15, ja, Tele 5, einfach geil. Tele 5 ist einfach geil und Egon Hugon Balder, ja, und seine Truppe da kommen am 6.4.2015 um 22.15 Uhr mit, ja, nicht nur Hugo Balder und, nein, nein, Boeing ist auch da und, ja, nicht die Schreinemakers und, ne, ihr wisst schon, ne, genau. Ey, alle da, alle da. Ja, und Frank Elstner hat sich auch eine neue
ja, eine neue junge Frau gesucht und hat sie produziert. Auch sie wird bei Tele 5 erscheinen. So, meiner einer Medienkanzler erscheint jetzt nicht bei Tele 5, vielleicht irgendwann. Aber jetzt erscheint er wieder hier bei Comedy Time TV. Ich vermisse wirklich das Comedy Lab, ZDF Neo, Klaus-Jürgen Deuser. Boah, ich vermisse alle Comedians aus dem Jahre 1995. Ja, wir schreiten jetzt ins Jahr 2015, hurra. Und ich wiederhole mich noch einmal, der 6.4. Tele 5, einfach geil, 22.15 Uhr, einschalten, ne? Chaka, 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 chaka. Genau, die macht auch mit. Ah, Hella von Sinn, ja, richtig. Und Monsieur Boeing da, ne? Ihr wisst schon, der Mann mit den bunten Anzügen, zum ersten Mal läuft er normal rum. Lasst euch einfach mal überraschen. Also, bitte teilen, bitte teilen, bitte teilen. Einmal die Geschichte Medienkanzler versus Joko Winterscheid Halligalli. Mal schauen, ob wir das schaffen, was er da versucht zu schaffen. Und beim siebten Teil sind wir morgen. Heute beim sechsten Teil. Schaut es euch auf der Comedy Time TV Seite an. Ja, pff, was soll man erzählen? Ich muss ruckzuck machen, damit das hier nicht so lange wird. Aber die Kampfansage steht. Die Kampfansage steht. Ich freue mich auch tierisch, weil viele Schauspieler mitmachen werden. Viele Schauspieler werden mitmachen. Deswegen werde ich auch ordentlich erscheinen. Habe ich versprochen. Tue ich auch. Ich habe genug von diesen Krawatten. Heute ist halt der Euro dran. Und lasst euch überraschen. Auch Holzkrawatten sind da, ja. Zum Holzkopf passend. Okay. 10 Jahre sind ins Land gezogen. Die Firmen laufen und jetzt habe ich Zeit, ich habe wirklich ein bisschen Zeit, den ganzen April, und deswegen hat das mir so viel Spaß. Erst habe ich gedacht, wäre ein Spaß vom Joko, aber Joko meint es ernst, okay, mache ich mit, ich meine es auch ernst, ich bin wieder da. Ich bin wieder da, Tutorial. Euer Medienkanzler, hurra. Wer ihn nicht kennt, lernt ihn kennen, und die alle sind 10, 15 Jahre älter geworden. Wenn es euch noch geben sollte, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr das hier teilen würde. Bitte, bitte, bitte teilen. So, teilt es. Bitte, bitte, bitte. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Schnitt.